Gut, dann wollen wir mal, ne? So, alles ist dicht, alles ist dicht. Ah, hier muss ich noch ein bisschen festziehen, Wasserschläuche muss ich noch festziehen. Öl ist drin, Wasser erstmal nicht. Jetzt schauen wir mal. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht heute wieder mein Lupo, wie immer. Das kranke Ding ist fast fertig. Der ist schon fertig, der läuft, habt ihr gesehen? Wir haben einmal, das wollte ich euch einmal zeigen, Ölfilter haben wir eingebaut. Der alte Ölfilter war ja länger, ne? Wir müssen jetzt einen kürzeren Ölfilter nehmen. Dazwischen ist einmal der Ölkühler, ne? Mit den beiden Anschlüssen, hier siehst du ja, einmal hier hin. Habe ich jetzt hier hingetan, provisorisch. Ich zeige euch gleich, wo wir das einbauen. Und dann habt ihr einmal hier den Öltemperatur. Siehst du das? Da, das ist der Öltemperatur. Und dann Ölfilter, ist klar, ist kleiner. Muss er ja auch. Ich zeige euch den Original. Der Original ist so lang. Ne? Der Original ist natürlich so lang, dann werden wir den ganz unten haben. Könnten wir auch nehmen. Könnten wir nehmen, aber warum mache ich das Ganze nicht? Genau deswegen, weil wir keinen Platz haben hier. Guck mal, Osman, hier, seht ihr das hier? Wir haben hier keinen Platz, hier kam der Ölfilter dran. Das heißt, wenn wir den jetzt verlängert hätten, würden wir an den Kühler drankommen. Hier so unterhalb, und das möchte ich nicht. Und wenn er immer wieder vibriert, der Motor, dann haben wir schnell einen Kühlerschaden. So, hier kommt der Ölkühler dran, hier drunter. Ja, hier werden wir natürlich ein bisschen aufmachen müssen, so dass er ein bisschen Wind kriegt, aber ist ja auch kein Problem. Er kriegt ja auch von der Lüftung jede Menge ab, so dass wir immer wieder schön Öltemperatur haben. So, der ist eigentlich fertig komplett, der läuft. Da ist nichts mehr. Einmal Kupplung einbauen, also Kupplung einmal hier, Hydraulikschlauch einbauen, dranstecken, entlüften, Wasserschläuche kommen dran. Und das war's. Und dann können wir ja die erste Fahrt machen. Natürlich, das Ganze kommt drauf. Und dann bauen wir nochmal einen, zeige ich euch, bleibt mal Abgastemperaturfühler. Den Abgastemperaturfühler werde ich hier einbauen. Ja, wir könnten den Abgastemperatur, jetzt muss einmal hier hin, den Abgastemperatur wäre natürlich idealsten Fall am Trümmer. Aber das mache ich nicht. Ich mache den hier rein. Jungs, dazwischen sind jetzt nicht die Welten dazwischen. Ne? Also, da werden vielleicht... Also 50 Grad Unterschied sein, das ist nicht schlimm, das werde ich einbauen. Dann gibt es natürlich die Zusatzdinger, das ist einmal für die Wassertemperatur, den werden wir hier zwischenklemmen, quasi den originalen Temperaturfühler raus, der hat keine Dings mehr, Verwendung mehr, den werden wir hier einbauen, das Ganze, hier zwischenschalten, dann haben wir das auch und dann kommt die hier rein. Die drei Stück. Ne? Das wird dann halt irgendwo innen drin eingebaut. Ja, das mache ich jetzt ganz schnell. Dann werde ich die Kupplung schnell entlüften, wird aber sofort mit dem Ölkühler anfangen. Und danach sehen wir uns gleich. Ne? Ja, das machen wir dann gleich. Ganz schnell, ganz schnell. So, Osman, so wird das sein, dass wir den Ölkühler hier drin haben. Siehst du das? Hier drin mit dem Ölkühler sein. Das heißt hier zwei Schrauben und das war's. Da ist der Ölkühler drin. Und Osman, war gut? Nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ey. Ja, das geht schnell. Hier wird das so sein, dass der Ölkühler hier drunter ist. Das heißt, später werden wir hier nochmal aufschneiden komplett, dass er schön Luft bekommt, der Ölkühler. Ne? Aber er wird ja noch zusätzlich noch in den Lüfter nochmal gekühlt. Ne? Von den Doppellüfter, ne? Ja, von den Doppellüfter.
Weil das ist das Problem. Wir könnten natürlich so machen mit dem Lüfter. Wir könnten hier natürlich den Ölkühler vielleicht hier einbauen, vielleicht da einbauen. Aber ganz ehrlich, möchte ich jetzt nicht. Dahinter reicht es völlig aus. Völlig aus. Fertig. Also der Wagen läuft sehr, sehr gut. Erstaunlich sehr, sehr gut. Da bin ich auch ein bisschen stolz. Ja, läuft sehr, sehr gut. Ölwechsel hatten wir ja gemacht. Neues Öl ist hier reingekommen. Ja, das war's.
Wir haben jetzt 21 Uhr. Heute haben mich sehr viele besucht, wo ich mich hammer gefreut habe. Erstmal Savas, unser Praktikant heute gewesen. Sehr, sehr gut. Schöne Grüße von mir nochmal, Savas. Gute Heimreise. Dann Asa Performance, extra von München gekommen. Hat mich besucht. Super, super Kerl. Kfz-Meister selber. Macht auch YouTube. Checkt den Kanal ab. Und Lieblingsdepp, so heißt er auf Instagram. Super Typ, super Junge. Hat mir schon auf Instagram immer gut gefallen. Weil wir schreiben immer miteinander. Der hat mich besucht mit den Freunden zusammen und da feiere ich sowas auf jeden Fall. Weil wenn ihr kommt, also wenn ihr so einen Weg nimmt, sind ja alle zu mir, ist ein Motorshow gekommen, aber trotzdem an mich zu denken und einfach hinzukommen, finde ich geil. Es ist also da, wo ich einfach mich geehrt fühle. Dankeschön auf jeden Fall. So, wie geht's jetzt weiter? Wagen ist fertig, muss doch Kleinigkeiten gemacht werden. Morgen mache ich ganz schnell die Semi-Slicks drauf, die Antriebswelle nochmal fest und dann nochmal alles kontrollieren. Ich habe den heute locker eine Stunde laufen lassen, alles super. Ja, und eine kleine Stelle muss ich schweißen beim Auspuff, das mache ich auch noch. Und dann ist das Ding fertig und dann fahren wir morgen zum Abstimmer. Dann ist der fertig. Da freue ich mich echt. Und dann, ja, könnt ihr ja schon mal raten, also vielleicht kommentieren, was ihr denkt, wie viel PS da haben wird. Ich sag euch nur, das, was jetzt vorher war, das wird ein Witz dagegen, was jetzt kommt. Es wird ein Witz dagegen. Mehr sage ich nicht. Weil alles, egal. Lasst uns einfach überraschen. Nur auch einen kleinen Druck von mir an den Abstimmer. Hol alles raus. Ich weiß, dass du gut bist. Hol alles raus, was geht. Und ja, ich weiß, dass er gut arbeitet. Deswegen gehen wir auch dahin. Und dann werden wir sehen, was passiert. Also ich freue mich selber, ehrlich. Ihr könnt das gar nicht vorstellen. Das ist euer Baby. Und jetzt geben wir den einfach nur ab. Und jetzt kriegt er eine fette Behandlung. Deswegen, ich bin selber gespannt, seid auch gespannt. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen beim Fahrt dahin bestimmt. Da werden wir nur noch mal fahren und dann echt bestimmt lachen. So. Ne, so fahren, weil ich weiß ganz genau, das Ding wird hammergeil sein. Mhm. Zum Fahren. Und die Semi-Slicks, habe ich das erwähnt? Mhm. Semi-Slicks kommen morgen drauf. Da freue ich mich auch, wie er sich fahren lässt mit den Semi-Slicks. Ich hoffe, das Wetter spielt mit, also kein Regen. Ja, hoffe ich mal auch. Und wenn, dann fahren wir ganz chillig dahin, ist Ennepetal, ein paar Kilometer von hier. Ja. Gut, sonst, ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Wenn ihr das Video seht, bin ich bestimmt schon auf dem Weg dahin. Weil heute werde ich das hochladen, aber morgen könnt ihr das sehen. Ich bedanke mich wie immer bei euch und ja, wir sehen uns. Euer Kraft, also 21 Uhr, ich bin voll im Arsch. Soll ich mal die Uhr zeigen? Nee, ist 21 Uhr. Hier, 21 Uhr. Seit heute Morgen 8 Uhr schon. Aber was macht man nicht für euch alles, ne? Ja, Spaß. So, wir sehen uns in alter Frische nochmal. Ich gehe jetzt duschen. Haut rein, euer Kfz-Fuzzi. Bis dann.